und willkommen in der neuen Folge von 7 Days to Die in meinem Cozy Place. Die Nacht ist beinahe vorüber, die haben wir jetzt vorbeiziehen lassen, weil es nicht großartig viel passiert. Ich habe hauptsächlich eigentlich nur Steine abgebaut, hab ein kleines Loch geräumt und okay, es ist nicht ganz recht ein bisschen was ist passiert, und zwar hat mich eine Horde jetzt kurz vor Sonnenaufgang überrascht, aber dass ich da noch auf die schnelle Aufnahmedruck, das ist sie leider nicht ausgegangen. Einen kleinen UI-Mod habe ich aktiviert, der in 7 Days to Die drinnen ist. Schauen wir mal, was das jetzt damit, wenn ich jetzt dann zu meiner Kiste gehe, die in die Richtung liegt, und werde auch beginnen jetzt mit meiner Basis, dass ich das schon herrichte, dass ich dann nicht immer da hin und her rennen muss, sondern dass ich dann vielleicht in der Nacht Sachen machen kann. Oh, hallo Ronan, sei mir gegrüßt. Nein. Oh, One-Hit-Wonder, sehr nice. Und ich habe mir doch ein Bein angeknackst. War zu hoch. Schade. Aber ist halt so, was sind wir da? Gut. Tag 3 ist jetzt quasi angebrochen. Ich bin hungrig und... Also, business as usual. Aber ich habe meine zwei Kisten da mitten in diesem kleinen District stehen. Und die werden wir jetzt hoffentlich auch ein paar Dosen Futter geben. Sollte ich vielleicht irgendwann einmal nicht antworten oder nicht länger Zeit nichts reden, kann sein, dass meine Frau wieder da ist, die nebenbei auch gerade arbeitet und sich die Ausdrucke anschaut. Also bitte nicht wundern, wenn es einmal ein bisschen ruhig ist. Könnt ihr ein bisschen genießen, was sie da so tut. Wenig essen merkt man schon, das ist schon anstrengend. Aber nichts Schlimmes passieren. Haben wir es geschafft, gleich sind wir dort, wo wir wohl sein wollen. Juhu. Kann sich nur mal um ein paar hundert Meter handeln. Ah, da hinter dem Gebäude, da müsste theoretisch auch schon meine Box sein. Da meine Box sein. Dann werden wir gleich das neue Feature-Name sehen. Das ich dann natürlich gleich direkt versuchen werde anzuwenden. Ja, wenn man das sieht, hier wieder neue Icons. Mit dem würde ich alles, was ich jetzt im Inventar habe, versuchen, da einer zum Schirm. Mit dem nur, wo ich noch Sachen auffüllen kann, so wie zum Beispiel Kohle, die da einer passen, wunderbar. Und hätte jetzt dann die 60 Fleisch da draußen und würde auf das klicken und wieder alles einerlegen, wo schon ein Stack dafür da ist. Also, da plack. Dieses Fleisch drin, es ist die Kohle einergelegt und sonstige Sachen. Der Yucca-Juice ist ja, glaube ich, einer gekommen oder nein, nicht getrunken, so. Lauter solche Scherze haben sie jetzt da einfach reingelegt. Ich kann natürlich auch sagen, ich will Sachen sperren und sage, okay, die ersten, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, bitte legen wir ja nie eine, die brauche ich auf jeden Fall. Ist auch kein Thema, nicht. Dann gehen wir, ja, bam, zack, und das ist schon da. Ah, ich habe einen Wasserstecker drin gehabt, deswegen hat er mir das Wasser mit reingelegt. Also ich finde das eigentlich sehr, sehr cool. So, das benutze. Dann brauche ich was zum Essen. Dann was zum Essen. Schaut, da habe ich zum Beispiel Chili erinnern. Und das essen und auch das Hundetürme essen. Sehr schön. Ja, bam, was ich nehmen kann. Und auch da machen wir das Ganze. Bam, und das ist schon sortiert. Wunderbar. Ah, das ist schön. So, dann nehmen wir hier raus. Ich habe irgendwo Steinplatten.
Und ich habe hier auch Lehm, den was er auch mitgesteckt hat, ohne Pump mehr. Das ist eigentlich as expected. Und eigentlich ist die Idee, dass ich vielleicht sogar gleich direkt da auf dem Weg meine Basis herstellen. Wenn man so anschaut, da habe ich kleine Dinge, so kleine Stadt. Und das ist wahrscheinlich da und da verzogen auf die Hauptwege, wenn überall kleine Städte sein. Da bin ich gerade. Da gehen wir da drauf, auf das Punkt, dann bin ich näher beim Trader. Ich bleib gleich direkt da. Was kostet die Welt? So, das heißt, wenn jetzt vielleicht nicht redet, den nicht wundern, ich bin jetzt beim Schauen, Ausmessen und so weiter und so fort. Das dauert ein klein wenig. So. Steine statt Hunting Knife, das brauche ich gerade nicht. Das ist aber gar nicht gut. Brauchen wir Frames. 20 Frames. Oh ja, das ist gar nicht gut. Das muss jetzt alles lowern da. Also die Größe der einzelnen Dinger ist dann 4 in der Mitte, dann einmal rundherum und dann noch einmal rundherum. So groß ist ein einzelner. Welche? Haben wir 20? Ist mehr oder weniger ein einzelner Pillar. Der hat 4, also genau nicht dazu eine Reihe. So, hier in der Mitte. Ich hätte noch eine Reihe, da habe ich noch eine vergessen. Bist du der, das ist groß. Wie groß ist das, was ich mir gedacht habe? Genau. Hier in der Mitte. Dem steht das Ganze drum. Dann gehört außen noch einmal eins dazu, das was zwar hoch ist. Da sind dann quasi die Schrägen hinauf. So groß ist das und wir werden jetzt dann direkt anfangen, den erst zu machen. Indem ich einfach einmal alles wegnehme, was da innen ist. Das ist einmal definitiv alles in Stein gehauen. Einmal, zweimal, das da, das ist auch 2 hoch. Gehört da. Also ich glaube 100 einer. Nein. Echt jetzt? Tja, was tun wir denn nicht Schönes, außer das da zum Zerschlagen? Juhu! Ja, ist uns nichts zum da. Das sind einmal 16, 32 Steine. Dann. So sieht ein Pillar aus, den ich jetzt nun fertig machen werde. 32 und 8. Also 40 Steine. Ja, Baumenü. Wir brauchen das hier. Sondern ich mag jetzt bitte haben das hier. Dann Rotate on Face. Bam, bam. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und da zwei. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und da zwei. Nein! Ach, gekommen. So wird das nichts mit der Basis.
Das ist unnötig viel Material, was ich da tue. So, dann brauchen wir einen anderen Stein. So, brauche ich jetzt die Spitze. Und Face ist nach wie vor sehr gut. Das ist sehr materialaufwendig, das Ding, aber es ist wert. Sehr sogar. So dann. Und noch die Ecken hier fertig machen. Das heißt, das hier. Problem, wenn ich das mache on face, geht das nicht. Genau. Bei Copy Rotation wird es alles funktionieren. Wie gesagt, ich war kurz stumm, wenn meine Frau da war. Tut die jetzt einpacken, das heißt, ich werde die Folge noch auf jeden Fall fertig machen und dann werde ich mich kurz verabschieden. Die Frage ist, komme ich noch mal, komme ich nicht, das weiß ich noch nicht. Aber, das schon gern. Nicht Copy Shape. Copy Shape. Copy Rotation. Stellung kopieren hast. Ist dann alles. Also manche deutschen Wörter sollten sich echt sporen. So dann. Ja. Und der erste Pillar ist fertig. Das heißt, wen ist ehrlich auch, hoffe ich darf. Da kann kommen, was will. Natürlich, Walter ist ein bisschen ein Problem, aber prinzipiell tut es mir nicht weh. So, dann werden wir wieder auf den Shape gehen, wenn wir da einen Block machen. Nehmen wir die eine, weil wir müssen jetzt wieder da eine Runde ausmessen. So, 2, 3. Idealerweise sind 4 dazwischen. Das heißt, ich habe hier 4, 6 Blöcke. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stimmt nicht. 1, 2, 3, 7. Genau, das stimmt nicht, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt muss ich das, bevor ich das so mache, brauche ich noch eine Kleinigkeit. Ich gehe da mal rauf. Das Ganze wieder noch eine Stufe hier höher, denn und das ist, soll ich jetzt da weitermachen oder dort weitermachen, ist im Prinzip egal. So. Deswegen werden wir es in der Mitte auf, weil entweder ist D4, was ich brauche, das ist D4. Das weiß ich noch nicht. Perfekt, that's it. So groß können wir das machen.
So, sehr gut. Und das heißt, ich kann da außen nochmal herbauen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und ich hab's wieder getan. Ach, komm doch. Circa 10 Minuten bin ich noch da. Das war's. 1, 2, 3. Mehr geht leider noch nicht. Aber eigentlich hätte ich Intelligenzbeste bereits herstellen können. Aber egal so. Ich bin fast leer. Finde gut. Habe ich ein Repair Kit in meinen Kisten? Um das Ganze da eine Runde zu kletten. So. Schaut das Ganze ein bisschen angenehm aus, wenn es tiefer ist. Dasselbe Ebene ist. So. Gut, wenn das so ist, ich bin nach wie vor nicht der Schnellste, aber ich brauche schon langsam was zum Essen. Also ich wollte schauen, ob ich ein Reparaturkit bei der Hand habe. Wenn wir einen schnellen DIY-Raid machen. Da ist nichts drinnen und hier auch nicht, das sagt mir, ich habe nichts. Simple as that. Da haben wir Shamway Foods, was ich sehr gut finde, weil ich brauche zum Essen. So. Suchen ziemlich leise zu machen. Probieren kann man es ja. Ich kann da rauf. Oder ich kann innen rauf. Ich habe das POI habe ich schon mal hinter mir gebracht. Sehr nice, da ist er. Klosterstanner. Da drinnen etwas ist genau. Hat sich ein Zombie mit einer Mine angelegt. Sollen wir recht sein? Nette Pier, das nette Ding ist, was ich nicht einfach da obern kann, weil sonst bricht's zusammen. Ja, das ist Tatsache so. Hatte ich schon einmal. Na, kann er. Eine Lampe, das heißt, hier ist irgendwas. Nein. Ich glaube nicht, dass das nur das ist. Geht einmal ruhig rum. Irgendwas muss da sein. Das sind Lampen. Und Lampen hast du ist was. Ich will gerne wissen, was das ist. Da kann ich schlagen, was ich will. Das ist alles irgendwas, das was viel aushält. Das nicht, aber.
Großen und Ganzen heute ist viel aus da. Ja, Sand und Steiner kriege ich nicht schlecht. Ach, was ich. Ich dachte mal auf. Einschlägigen. Zetten. Ah, dann. Formieren. No one's here. Also no one's here. Good. Und das POI ist ja relativ offen, das weiß ich. Ja, wie gesagt, schon mal hier. Gasoline. Level up. Dirt, ist in Dirt. So, finally, haben wir was anderes da. Das da raus. Können wir. Haben wir einfach raus. Da kriegen wir. Einen Slot-Mod drauf. Schon. Wir. Dann nochmal. Dem ist nichts Besseres als Knowledge. Technisches. Messing ist gut, Messing braucht man. Aktuell bin ich sehr davon angetan. Hier, wie es hier so gibt. Rolle. Keine Ahnung, aber irgendwo gibt es hier Minen da draußen. Ständig explodiert was. So, Shuffle. Ups. Und dann haben wir das ganze Fasten nochmal angehen, hätte ich gemeint. Ah, da drin ist ein Military Base hier gerade. Erklärt die Explosionen. Und noch 300. Die lose ich einmal. Wenn wir da mal 210 Steinplatten machen, hätte ich gemeint, oder? Da geht's auf für uns. Das sind auf irgendwelche Vultures. Jetzt durch hier hochsteigen auf einmal. Ja, die tun das gern.
bist du? Ah, da machst du mir die Türe auf. Das ist ja urnett von dir, muss ich sagen. Hold. 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 Feuer. Daneben. Sehr schön. Dann habe ich gesehen, wie da hinten detoniert ist. Eigentlich direkt scrappen, weil der bringt nicht viel. Auch nicht wirklich was. Da kann ich runter, aber komme nicht mehr rauf. Das hatte ich schon mal. Will ich eigentlich nicht nochmal machen. Genau, jetzt wieder da rum. Welcome to the roof. In ein Kambad, oh Wunder. Gleich noch mehr. Kostet 7 days to die. Was hier? Nö. Na, da kommt die Matakel drauf, bin ich sicher für die. War der noch nicht schlecht. Eigentlich, was da unten ist. Das ist ein dummes Licht, das heißt, irgendwas gibt es dort. Da mag ich nicht. Da. Ja. Zu gefährlich. Wir machen halt noch ein bisschen reingekommen, oder? Mal, schauen wir so. Und nichts gebrochen, sehr gut. Weil es ist kein Licht, wenn irgendwas wäre da, wäre kein Licht da. Sehr schön, das ist ein hier ist Stein. Ja, kein Licht, wenn das doch nichts gab. Na egal, das kann man ja auch noch in der nächsten Folge alles machen. Ich werde da versuchen, schlau zu machen, einfach, dass da irgendwas gibt. Oder ob ich da jetzt dann falscherweise spazieren grabe. So, das war's mit dieser Episode. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Cozy Place.